Da unten ist der Decklift. 9 Sekunden. 8, 7, 6 und. Wow, jawohl. Destruction imminent hier. Ah, es geht weiter schon. So, Security Zone Deck 3. Unfortunately, the blast from the power system meltdown has spread into this level, and if it is not stopped, the whole station could blow. Immediate closure of all fire doors remains a priority. Once achieved, return to the deck lift and await instructions. Radar malfunctioning, erratic readings. Advise caution. Also, in die Luft sprengen hat geklappt. Wir sind auch beide nur fast tot. Ja, ja, ich habe immerhin noch 3 Leben, du noch 2. Dafür bin ich fast abgenippelt. Ja, das war diese Ich habe in der Tür gestanden Geschichte. Ich komm, also, Dennis, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, dann lass mich doch vorgehen. Ja, du stehst mir im Rücken. Das sieht nicht gut aus. Durch. Geht da von oben auch rein? Was ist denn das? Das sieht ja fies aus. Sieht tödlich aus. Gehen wir mal noch da links. Ich habe kein Ammo und du hast... Ich habe kein Leben. Dann geht... Jetzt nicht Ammo verbrusseln. Die Aliens sehen auch noch gemeiner aus jetzt. Ja? Sehen die nicht genauso aus? Nee, die haben jetzt andersfarbige Arme, oder? Ja, ja. Ah. Da oben sitzt auf jeden Fall... Nicht einfach willenlos schießen, Dennis. Du hast gleich auch kein Ammo mehr. Und dann sind wir tot. Dennis! 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 Sie trifft mich! Mist! Der ist schon wieder da! Der ist schon wieder da! Wieso hast du eigentlich das Power-Up genommen? Rechts ist ein Ammo! Rechts ist ein Ammo! Ah, ich kann so, wollen wir die Feuertür zumachen? Welche? Wo ist denn das? Wie da geht denn da das? Unten war sie. Achso, da unten war sie? Dann lass uns da lang gehen. Ah, da! Ja, wie geht das? Ich komme da gar nicht hin. Dennis? Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Ja. Das ist jetzt irgendwie nice, aber das sieht mir eher nach einem Bug aus. Das ist irgendwie... Ah! Wo rennst du denn hin, Dennis? Ja, Das ist jetzt natürlich irgendwie blöd. Not a bug, it's a feature. Ja, Ja, Dennis, diesmal bist du in der Tür gestorben. Ja, ich glaube nicht, dass du da noch rumkommst. Ich glaube, wir können dezent den Level nochmal starten. Okay. Ah, nee. Ah, ja. Ah, du bist jetzt ganz tot? Ich bin jetzt ganz tot, ja. Dann kann ich mich zumindest wieder bewegen. Frei bewegen, super. Ja, es ist ja... Ich habe mich... Ja. Wie sage ich dir das? Selbstmord ist auch eine Option. Ja, game over. Ja, aber es ist nicht aller Tage Abend. Wir haben nämlich für solche Fälle den Zauberstab. So, dann versuchen wir mal, ob das funktioniert. Dass wir uns wieder ein Stück zurück. 1, 2. Hokus, Pokus, Fidibus! Hang, es hat geklappt. Wir sind wieder bei Level 3 am Anfang. Was ist denn mit deinem Bart passiert? Was? Wie, mein Bart? Mein Bart? Dein Bart ist weg. Okay, der scheint Nebenwirkungen zu haben. Legen wir ihn mal schnell beiseite. Und so, Feuertüren. Merke, wir dürfen die Feuertüren nicht zu früh zumachen. Ja. So. Willst du vielleicht die Wumme wechseln? Meinst du nicht die mit der schweinegroßen Reichweite, mit der ich aus 10 Meter Entfernung jede Feuertür zuschieße? Ja. Klingt nach einer guten Idee. Klingt so, nach einem Plan auf jeden Fall, ja. Obenrum? Oder untenrum? Ich glaube obenrum. Obenrum. Und du gehst vor, du hast mehr Leben. Aber du hast weniger Health. Und kaum noch, aber doch Ammo geht. So, oben oder unten? Unten. War unten irgendwas? Ach, Schlüssel und Geld. Nur ein Alien. Das ist ja richtig. So, Alien. Oh, Selbstmordtür. Du hast die 4 Schlüssel. Nach links. Links? Links. Da liegt nämlich noch ein Schlüssel. Und links liegt noch ein Schlüssel. Das sortiert sich ja richtig. Ja, im Endeffekt war es ein Nullsummenspiel, ne? Aber nee, wir haben 8000 haben wir gewonnen, oder? Genau. Ich renn mal weg, denn bevor ich dir hier ins Gehege komme. Übrigens, so, du brauchst das First Aid? Ja. Da kommt ein Alien.
Ich kann dir nicht ausweichen, doch jetzt. Gänge sind zu eng. So, und wir rennen mal an der Feuertür vorbei, würde ich sagen. Ja, bin ich. Ja. Da ist ein Ammo-Pack, das, ich glaube, ich brauch's. Ja, nimm dir. Gehen wir rechts? Ja. Jetzt sag nicht, ich soll dir nicht im Weg rumstehen. Hank, jetzt schwimmen wir doch mal nicht dauernd im Weg. Hinter dir! Hinter dir! Es rennt doch weg! Ich kann hier keine Ammo verschwenden, Dennis. So, wer braucht das First Aid? Das gibt sich nichts, nimm du es, du hast weniger Leben. Außerdem brauchst du ein Ammo. Kleiner Tipp, nicht in die Selbstmordtür rennen. Guter Tipp. Achtung, Alien! Ich bin immer noch am Ammo sparen. Ah, hat sogar geklappt. Mist! Wenn wir von dem einen Alien wegrennen und ins andere reinhüpft. Das ist ja großartig. Ja, es war nicht wirklich clever. Mein Health Level geht immer noch weiter runter. Ich glaube, ich gehe vor, weil ich habe jetzt mehr Health. So, und wir gehen jetzt ohne zu schießen da durch. Dennis, ich kann nicht! So, mach die Feuertür zu. Bitte nicht zu! Jetzt. Wollen wir hoch? Da vielleicht dicke, fette Wummer, Geld, Ammo, irgendwas. Aha. Ein Schlüssel. Schlüssel. Nimm ihn dir doch einfach. Ich habe ja noch einen. Einmal hin, von rechts können keine Aliens mehr kommen. Ein Vorteil. Toll, ne? Stell mal auf die andere Wumme wieder. Muss nur aufpassen, dass wir nicht die nächste Tür dann. Da, ich könnte das. Brauch ich das First Aid, weil ich weniger Leben habe oder du, weil du weniger. Achso, du bist ja genauso schlecht drauf wie ich. Ja. Dann würde ich sagen, nehme ich das Ammo und du das First Aid. Okay. Dicke Wumme vor, würde ich sagen, oder? Wobei da. Ich stelle schon mal wieder sicherheitshalber auf die Kurzweichweite. Also ich würde oben rumrennen. Ja. Nein. Und, wieso machst du dann die Tür auf? Und. Oh, Vorsicht! Nein! Also jetzt habe ich wenigstens richtig Schlüssel verschwendet. So, durch! Na, das nein, Dennis. Hier. Nicht einfach willenlos! Meine Wumme hat genug. Renn einfach vor. Ja, ich habe derzeit das Problem, dass wenn ich die Aliens kille. Renn einfach vor ist manchmal keine Lösung. Ja. Ist doch alles ein Mist. Guck mal da unten, ganz viele Schlüssel. Geld. Wir brauchen mal einen Terminal. Wir brauchen dringend, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall ein extra Leben. Es nutzt nichts. Langsam schießen! Nicht die Ammo so verbrusseln. Mach mal dicke Wumme, oder? Sehr wohl. Super. Da ist nix. Nicht die Ammo so verbrummeln. Oh oh. Also wir müssen wohl durch die Türen. Ich habe noch drei Schlüssel. Ich habe auch einen. Hatten wir nicht mal so mit Plus und allem drum und dran? Gut, dass du keine Schlüssel mehr hast. Ich bin hängen geblieben. Ich bin dafür, dass du vorgehst. Du hast zwar weniger Leben, aber ich habe einen nicht existenten Health-Balken. Okay, du hast jetzt auch einen nicht existenten Health-Balken. Das Spiel ist sowas von abartig schwer. Nicht wegrennen! So, die Tür brauchen wir schon mal nicht auf. Was war denn jetzt eigentlich oben mit der Tür? Ich weiß es nicht. Wollen wir da rein? Die Tür hier, das schmeckt so nach, gleich hier ist die nächste Feuertür. Also gehen wir nochmal hoch. Die da. Ich habe keinen Schlüssel. Du hast keinen Schlüssel. Das wird zumindest ein schlüsselloses Nullsummenspiel. Da ist ein Schlüssel. Dann nimm doch mal. Und Geld. Ja, war eine gute Idee, hier oben nochmal durchzugehen. Ja, so lass mich vor. Du hast übrigens auch nur noch einen Ammo-Streifen. Darf ich dir sagen, dass, glaube ich, dein Extra-Leben eher einem, wir kaufen Ammo nach. Vielleicht können wir uns ja beides leisten.
Oder so, ob das zum Levelausgang schaffen mit so wenig Ammo. Muss irgendwo mal so ein scheiß Terminal sein. Rechts ist ein Schlüssel. Da ist ein Terminal. Oh. Ach, da unten. Ja. Warte mal. Da geht's hier. Hier geht's noch runter. Wollen wir erst noch runtergehen? Ja. Da ist noch ein Schlüssel. Da sind zwei Schlüssel und Geld. Okay. Geld ist immer gut. Hat sich eigentlich rentiert. Schon sagen, wenn du jetzt keine Schlüssel mehr hast. So, dann. Wer kauft jetzt erstmal was? Du kaufst mal ein Power-Up, würde ich. Ein Dings, würde ich sagen. Na, kauf doch erstmal dein Leben, oder? Soll ich mir ein Health kaufen? Kauf du dir erstmal ein Health. Welcome to Intech Systems. So, Tool Supplies. Einmal High Energy Injection. Und gleich noch ein Ammo Charge. Gut, dann kaufe ich mir ein Life. Exit. Dann noch 40.000. Mach doch mal Radar, dass wir mal sehen, wie der Level aussieht. Radar Service. Wo sind wir denn? Okay. Ach, da unten. Ach, so sieht der Level aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht vom Durchlaufen. Sieht ja sehr symmetrisch aus. So, also wir müssen wieder zurück zum Decklift, aus dem wir gekommen sind. Einmal quasi gegen den Uhrzeigersinn jetzt. Und zwei Feuertüren sind es noch. Und da oben in der Schnecke, direkt über unserem blinkenden grünen Punkt, da gab es auch ganz viel Geld und Keys. Das macht vielleicht Sinn, dass wir da auch noch durchschlucken. Stimmt, da war was. Müssen wir da aufpassen. Irgendwann, wenn wir Feuertüren zumachen, gibt es Countdown. Müssen wir vorsichtig sein. Okay, dann warten wir vielleicht vor der nächsten Feuertür, dass wir gar nichts machen. Wo haben wir da? Was ist eigentlich Entertainment? Da kann man noch so ein Spiel spielen. Da habe ich jetzt aber gerade was ganz anderes zu tun. Um uns herum sind lauter Aliens und wir zocken noch so ein... Bist jetzt du, ja? Ich glaube. Das ist jetzt so entspannt auf einmal. Endlich, man steht so locker an dem Terminal ja. Und die Aliens. Oh, der ist gerade am Terminal, Kaffee nehmen wir jetzt nicht an. So. Ich glaube, ich hätte mal Bock auf so ein Additional Life. Was war die nächste Spezial-Superwaffe? Und so ein Ammo-Charge. Ja. Und dann bräuchte man noch so ein 50.000 Credits. Schein, der irgendwo rumliegt. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch Geld. Mission Objective. Return to the decklift and wait instruction. Also da, wo wir schon waren. Genau. Mhm. Ja, dann würde ich sagen. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Gut. Und da ist auch schon die Feuertür. Gehen wir mal schnell durch. Schnell. Ja, ich versuche so. Schon schnell. Und bevor wir jetzt irgendwas machen... Verhunzt du gerade unseren Ammo-Charger. Jawohl. So, ich schieß doch hier locker, flockig. Mist! Ich glaube, du brauchst ein First Aid. Gut, da das erste Alien. Mann! Dann lass mich mal vorgehen. Ich bin am besten, wenn ich kein... Nein! Oh. Geh weg! Die. So schwer wie es ist zu zielen richtig mit der Steuerung, so exakt muss man zielen, um zu treffen. Also, das ist doch hier. Wollen wir erstmal weitergehen? Bevor wir die Dings zum Anfang. Guck mal, da. War von uns immer gekommen. Nee, von uns immer nicht gekommen. Unten? Gibt's unten noch was? Bestimmt ein First Aid, allein für mich. Guck mal, da gibt's Geld. Schon mal. Okay, okay, schon mal Geld. Der Weg zum nächsten First Aid. Schießen! Hinter dir! Boah. Noch mehr Geld. Nach links gibt's zwei grüne Scheine. Jetzt kommt er. Links. Grüne Scheine, links. Hm? Mhm. Zwar nicht viel, aber... Wir brauchen jede Kohle, die wir kriegen können. Alien! 1000.
16.000. Ja, so kann man es auch sagen. Da ist die nächste Feuertür. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal die... Warte mal, was geht denn da runter? Komm doch mal gerade runter. Nicht, dass da... Nicht, dass hier voll die Monster... Ich hoffe immer noch auf das First Aid. Da ist nichts. Mist. Okay. So, schnell rüber, ohne nach links zu schießen. Was soll ich? Wo soll ich hinschießen? Macht mich fertig. Vorsicht, Alien. Treffe ich nicht. Ich habe dir den Rücken freigehalten, so im wahrsten Sinn des Wortes. Dass wir uns auch mal noch so gegenseitig im Weg stehen können, ist ja blöd. Das ist halt nichts für. Nichts für Weicheier, dieses für Spiel. Weicheier, wollte ich schon sagen. So. Oh oh. Destruction imminent. Construction, Destruction, alles imminent. So. Auf. Ich bin ja schon, ich bin ja. Wo bist du denn? Warning. Destruction imminent. So, aufpassen, dass wir die Feuertür nicht zuschießen. Jetzt Feuertür zuschießen. Jetzt. Wo? Los, los. Ja, ich bin hängen geblieben. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Decklift hoch. Links. Hoch. Da, Decklift. Jetzt wird immer lauter. Deck 4.